Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Oddworld New and Tasty. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt schon mal, also das ist der Speicherstand von dem DLC, weil den gibt es leider nur für die PlayStation 4 und deswegen habe ich den auf der PlayStation 4 gespielt. Aber ansonsten, den Rest vom Spiel habe ich auf der PlayStation 3 gespielt. Wir nehmen einfach mal den leeren Speicherstand hier. Jo. Also, wer das Spiel nicht kennt, oder, nee, das erzähle ich gleich, während wir am Daddeln sind, am besten. Ich guck mal hier gerade, was wir noch einstellen können. Kooperationsmodus, alles klar. Grafiken, ja, ist glaube ich nicht viel einzustellen. Nur Gamma-Wert. Audio. Boah, der Untertitel an, das ist sehr schön. Ich habe mein Mikrofon übrigens umgehangen. Das kann also sein, dass ich mich jetzt ein bisschen anders irgendwie anhöre. Aber ja. Dann haben wir noch das GameSpeak. Das gibt es ja auch in der PlayStation 1-Fassung, denn das ist ein Remake von Apes Odyssey. Ja, und man kann halt mit diesem treuen Gefährten, den wir hier schon die ganze Zeit sehen, können wir halt sprechen, beziehungsweise können wir mit anderen sprechen und denen halt sagen, was sie so machen sollen und so. Und das haben sie jetzt, also das Layout haben sie jetzt komplett geändert. Früher war das immer, dass man mit, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, mit L2 und R2 hat man gesprochen. Und das ist jetzt alles komplett auf das Digital Pad gelegt worden. Es gibt auch, oder? Ich weiß nicht, ob dafür irgendwas weggefallen ist. Aber ich glaube nicht. Jedenfalls, wir können chanten. Das ist halt, damit wir ja die Leute retten können, mit denen wir gesprochen haben. Und dann haben wir halt, hallo, folge mir, warte, ihr alle. Und mit der Tastenkombi, wenn wir R2 dazu drücken. Oh, das sieht man sogar, dass es so hervorgehoben wird. Dann haben wir einmal Pfeifen. Dann haben wir das andere Pfeifen. Furzen kann er auch. Und lachen. Aber lachen wird, glaube ich, nicht gebraucht. Jo, das war's schon soweit zur Sprache. Man kann auch mit anderen Kreaturen, die wir beim Chanten übernehmen. Was hab ich eben gerade auch nicht gesagt, dass wir dann, wenn wir chanten, können wir andere Kreaturen, also so in das Bewusstsein von denen eingreifen. Und ja, mit denen können wir halt auch genauso quatschen. Das ist ganz cool. Brauchen wir auch im Spiel. Ich glaube, das war's schon so. Dann gehen wir mal auf Spielen. Das müsste, glaube ich, noch genau. Wir haben hier die Auswahl von Schwierigkeitsgraden. Schwierigkeitsgraden, gibt's das Wort? Ja, ich will mal sagen, im ersten Teil, also im Originalteil, gab es keine Option, wo wir aussuchen können, was wir für einen Schwierigkeitsgrad haben wollen. Aber hier haben wir zum Beispiel die Auswahl, so also leicht wäre für Spieler, die lieber die Aussicht genießen möchten, als scharfen Zähnen und Kugeln auszuweichen, eine sanfte Erholung. Ich kann nicht lesen. Einführung in die Oddworld. Dann haben wir normal unsere Empfehlung des Tages. Eine faire Herausforderung, wie sie im Buche. Ich tue da schon Buchstaben zutexten, wie sie im Buch steht. Nicht allzu schwierig, aber du wirst deine Checkpoints brauchen. Oder wir haben hier schwer für Mudagens, die die Odyssey bereits hinter sich haben. Dieser Modus ist für euch. Schusssichere Slicks, tödliche Kreaturen, gemeine Fallen und klassische Gesundheit. Klassische Gesundheit in dem Sinne. Nee, so klassisch ist die eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt mal gerade so überlege. Also, wir haben ja auch so einen Gesundheitsschrank, den wir betrachten können, wenn wir eine Taste, ich glaube Dreieck oder Quadrat, drücken. Und man kann halt öfters getroffen werden. Und bei leicht kann man halt am meisten getroffen werden, bei normal ein bisschen weniger. Und bei schwer sollte man eigentlich instant tot sein, wenn man getroffen wird. Aber ich meine, man könnte noch einen Schuss irgendwie abbekommen, wenn man nicht direkt vor dem Slick steht, glaube ich. Also wenn man ein bisschen weiter weg ist, meine ich mal.
Da diese Spiele aber im Gegensatz zu dem Originalteil Quicksaves hat, würde ich mich für schwer entscheiden, da ich die Quicksaves auch mitverwende, weil sie werden mir zur Verfügung gestellt. Deswegen benutze ich die Quicksaves. Und um das dann quasi so ein bisschen auszugleichen, bin ich mehr auf dem schweren Modus. So. Wir sind natürlich Einzelspieler und ich glaube, wenn ich jetzt hier weiter drücke, kriegen wir ein kleines Intro. Follow me. Ja gut, oder erstmal das Layout, was wir uns vorhin schon mal so ein bisschen angeguckt haben. Ja, zu der Steuerung an sich werde ich gleich auch noch was sagen, weil die hat sich nämlich auch ein bisschen geändert. Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Boss of the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the meaches were through. We still made pear bite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still defined. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared, cause profits were grim. Okay, get out! Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going terrible. Watch. But Mullet was cool. Show him. He had a plan. How? This new kind of meat? What? It was us! We got a lot of new luck. We'll chop them up. I just had to escape. I just had to be free. And I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! So. Sind wir gleich schon im Ingame drin. Und
Ich werde direkt in das erste Geheimnis runterspringen, weil da sind jetzt zwei Minen, die wir im ersten Teil nicht hatten, im Originalteil nicht hatten. Aber diese Minen sind auch ein kleines Easter Egg, denn die haben auch einen Namen, der fällt mir aber gerade nicht ein. Warum bleibst du da stehen? Ah, okay. Ja, alles klar. Warum ist das nur eine? Okay, in der PlayStation 3 Fassung waren das zwei. Na gut. Oh, fuck. Ich hab das... Oh, Mann. Wie renne ich denn? Ah, mein Gott. Was ist denn hier los? Warum kann ich... Ah. Wo ist die Mine hin? Oh, mal gucken, ob ich das hinkriege. Wie renne ich denn nochmal? Ah, mit L2 renne ich. Ich muss hier nochmal reinkommen. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen laut. So. Okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt da unten respawne. Yay, er ist da tot. Ja, aber ich hab die Feldhöhe nicht. Auf jeden Fall haben die auch Namen, denn die kommen nochmal wieder. Also wir sehen die nochmal. So ganz leicht sieht man die. Ich habe die selbst auch noch nie gesehen. Also mir ist das nicht aufgefallen. Aber das wird halt so irgendwie als Easter Egg betitelt. Ja, und jetzt haben wir hier schon die ersten vier Rudaken. Und da unten sehen wir jemanden schlafen. Diese blauen Dinger hier, das sind Checkpoints, genau. Und dieses komische schwebende Ding, was ihr da drüben seht. Das da. Da, wo das gerade so durchgeflogen ist. Das ist ein Anti-Chant-Moped. Das heißt, wenn wir so chanten, so, dann kriegen wir eine geschossen. Jo. Das heißt, wir dürfen hier oben nicht chanten. Was aber auch keinen Sinn macht, denn hier sind nirgendwo Vögel. Denn diese Vögel sind ein Portal, wo wir unsere Leute hier retten können. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, hier den Strom auszustellen. So. Ist jetzt zwar auf der anderen Seite, aber diese Fleischsäge hier ist langsamer geworden und wir können hier schon mal durch. Und wir können mit der ersten Person... Nee, ich gehe erstmal nach unten und beseitige den Slick. Oh. Ja, ich bin irgendwie auf R2. Ich glaube, auf R2 war es im Originalteil. Was mich auch hier ein bisschen an dem Spiel stört... Also was heißt stört? Okay, der hat ihn nicht getötet, das ist schön. Kommst du hier runter? Nee, du bleibst da oben. Okay. Das ist, also im Originalteil hat man sich so in einem Raster bewegt. Das heißt, man konnte... ich demonstriere das gerade mal. Man konnte jetzt nicht irgendwie so kleine Minischritte hier gehen. Man kann halt immer irgendwie auf anderen Stellen stehen. Und da war das so, dass man halt... Dass das so in Rastern war. Also man konnte nie zwischen zwei Rastern stehen. Das ist schwierig zu erklären. Und dieser lange Sprung hier, der war zum Beispiel auf der Dreiecktaste. Der ist jetzt auf der X-Taste. Und das hat mich am Anfang mega abgefuckt, als ich das gespielt habe. Ich habe dann oben bis... Ja gut, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Bis zur ersten Tür gespielt. Und ich wusste nicht, wie man in die Tür reinkommt. Denn man kommt durch die Tür nicht mehr durch nach oben drücken, sondern mit der Quadrattaste. Da war ich dann etwas angepisst und hab's ausgemacht und war, weiß ich nicht, ich war etwas enttäuscht, aber dann habe ich mich nochmal dran gesetzt und dann war's supi. Ja, wir quatschen mal mit der ersten. Nee, ich. Jetzt Moment, jetzt muss ich erstmal lange drücken, ne? Ich darf hier nicht quicksaven. Warum darf ich denn hier nicht quicksaven? Ah! Okay. Kurz drücken ist speichern. Und lange drücken ist laden, alles klar. Gut. Da muss man nämlich auf dieses Touchpad drauf drücken. Das war bei der PlayStation 3, muss man auf Select drücken. Naja, wir quatschen erstmal mit der ersten Person. So, jetzt müssen wir es abpassen, dass der Mudaken unter der Fleischsäge durchkommt. Stellen uns am besten mal hier auf
Nee, ich stelle mich am besten hier hin und renne dann, damit der ein bisschen bei Sache kommt. Weil im Originalteil war das so, dass wenn man ihn angequatscht hat und gesagt hat, er soll mit uns kommen, der ist direkt mit uns gekommen. Und hier muss der erstmal überlegen. Und dann muss man da ein bisschen das Timing irgendwie für rausfinden. So. Wow, okay, der hat nicht nachgedacht. Gut. Wow, nicht. Wow. So, wie war jetzt nochmal? Speichern wir kurz. So. Jetzt holen wir uns hier den nächsten, damit hier die Fleischsäge wieder langsamer wird. Okay, der kommt auch direkt. Vielleicht haben sie es irgendwie geupdatet. Das kann natürlich sein. Kann ich dich auch noch ansprechen? Ja, wunderbar. Okay, die kommt. Ich glaube, die haben das geändert. Man kann auch alle ansprechen, glaube ich. Oh. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet, wo der stand. Aber gut, ich wollte eigentlich Hallo sagen, aber... Ja, egal. Die kommen echt alle direkt mit. Ich glaube, das haben wir geändert. So, jetzt müssen wir Ihmchen hier noch holen. Jetzt müssen wir erstmal... Nee. Oder? Nee, doch, wir müssen... Ich glaube, wir müssen hier... Ich speichere gerade nochmal. Gut, dass ich gespeichert habe.